Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Ärztepfusch. Und ich möchte mit euch reden, die ihr Opfer von Ärztepfusch seid, die ihr Opfer von sogenannten ärztlichen Kunstfehlern seid, wart oder auch, wenn ihr vielleicht Angehörige habt, die solchen Fehlern zum Opfer gefallen sind. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Beate und Beate ist 27 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Bist du selbst Opfer? Ich bin selbst Opfer, ja. Mhm. Was ist geschehen? Ja, ist es nicht leicht darüber zu reden, weil nimmt mich dann schon mit heute noch. Mhm. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe mir vor 4 Jahren eine Brustoperation unterzogen. Mhm. Nicht hier in Deutschland, in Polen. Mhm. Weil ich damals das Geld dafür nicht hatte. Das ist ja teuer hier in Deutschland. Und dann bin ich nach Polen gefahren. Also eine kosmetische Operation, eine schönheitschirurgische Geschichte. Eine Brustvergrößerung. Vergrößerung. Mhm. Von Körbchengröße A bis auf Körbchengröße C. Weiß nicht, ob du dich damit auskennst. War also schon eine ganze Menge. Ja, allerdings, ja. So, und 6 Wochen nach der OP hat sich das linke Implantat nach oben geschoben. Mhm. Ist nach oben gewandert. Ist das Silikon? Das war Silikon, ja. Mhm. Mhm. So, und dann, schon nach so kurzer Zeit ist es gewandert? Ja, also ich sage mal, ja, das ist circa 6 Wochen. Mhm. Die Brust, die hat immer geschmerzt auf der linken Seite, ist aber der Arzt hat damals gesagt, das könnte möglich sein, dass das lange schmerzt, weil da wird dann geknetet und dies und das und jenes. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann zu meinem Hausarzt gegangen, weil das sah komisch aus irgendwie. Ne? Beate, bevor du das erzählst, sag mir noch bitte, wie lange du in Polen stationär behandelt worden bist. Ich bin mittwochs hingefahren, da wurden dann ärztliche Untersuchungen gemacht, Blutabnahmen und EKG und sowas. Mhm. Und donnerstags bin ich operiert worden und montags bin ich wieder zurück. Mhm. Mhm. Und das konnten die Übernachtungen, das war alles im Hotel, das war noch nicht mal im Krankenhaus. Mhm. Nur die erste Nacht im Krankenhaus und 3 Tage Hotelübernachtung. Mhm. Ist sehr wenig, ne, für unseren medizinischen Standard hier. Ja, ich weiß nicht, aber hier in Deutschland ist das auch, glaube ich, genauso, ne? Ich weiß es jetzt. Eine gute Woche bestimmt. Okay, erzähl mal weiter. Ja, und wie gesagt, dann hat sich das linke Implantat nach oben verzogen und dann hat mein Frauenarzt damals gesagt, ich müsste zurück nach Polen, die müssten dafür sorgen, dass das wieder kosmetisch behoben wird. Was heißt denn genau nach oben verzogen? Das hat sich verschoben. Wie weit? Wie soll ich das erklären jetzt? Also das saß mir schon fast oben am Schlüsselbein. Am Schlüsselbein saß ja, das? So also nicht nur so ein, vielleicht ein Zentimeter, sondern es ist ganz nach oben gerutscht. Das ist ganz nach oben gerutscht und war richtig eirig, das hat sich richtig verformt. Also um 10, 20 Zentimeter fast? Ja, oder ja, 10 Zentimeter? Also 10 Zentimeter wenigstens, ja. Ja. 20 wäre jetzt ein bisschen viel. Mhm. Also 10, ja, 10 waren es bestimmt. Hat der Hausarzt gesagt, du musst wieder zu dem Operateur zurück? Zu dem Operateur. Ja. Und dann haben wir diverse Telefongespräche geführt und dann bin ich auch wieder zurück nach Polen und dann haben die gesagt, nutzt alles nichts, weil das rechte Implantat war mittlerweile verkapselt schon. Hat sich verhärtet. Mhm. So. Auch in der Kürze auch der Zeit? Auch in der Kürze, ja. So, dann habe ich beide Implantate wieder rausgekriegt. In Polen? Ja, haben sie wieder rausgenommen. Dann habe ich dann damals auch nochmal 2000 Mark für bezahlt. Mein Gott, dass du überhaupt Vertrauen hattest, dich bei denen dann nochmal unters Messer zu legen. Ja, ich hatte die Adresse aus einer ganz guten deutschen Zeitschrift. Trotzdem, aber nachdem das schon so passiert war. Aber erzähl mal aber weiter. Aber die deutschen Ärzte haben ja nichts gemacht, die tun sich davon nichts an, ne? Mhm. Auch die Krankenkasse nicht, bis heute nicht. So, dann bist du das zweite Mal operiert worden. Ja. Wie ist die zweite Operation ausgegangen? Ja, die haben die Brust wieder aufgemacht an der gleichen Narbe, war ja noch nicht alles richtig verheilt. Beide Brüste. Ich hatte den Schnitt ja unter der Brust. Mhm. Und ja, beide. Mhm. Und haben beide Implantate wieder rausgemacht. Haben das wieder zugemacht und dann konnte ich wieder nach Hause fahren. Und das war's dann? Das war's dann, ja. Also von Körbchengröße C wieder auf Arzt? Ja, auf Körbchengröße A und das hing alles und bis heute hängt das noch alles runter. Ist es denn ordentlich zumindest vernarbt und ist die Wundheilung richtig? Die Wundheilung war in Ordnung, da ist nichts mehr nachgekommen. Also würdest du sagen, nochmal mit blauem Auge davongekommen? Nein, nein. Also schlimmer? Schlimmer. Ja. Du hast insgesamt wie viel Geld hingeblättert? Mit den Hotelkosten, ich weiß nicht, so circa 7000 Mark waren das. Und da gibt es natürlich keine Gewährleistung, keine Garantie, gar nichts. Nein.
Du hast sogar das Rausnehmen dann nochmal bezahlen müssen. Ja. Und könntest froh sein, dass dir vielleicht dein Leben gerettet ist. Ja, hast. Ja. Und dann bin ich wieder hier zum Arzt und der hat gesagt, ich sollte auf jeden Fall einen Rechtsanwalt einschalten und gegen die Leute da hinten klagen. Kann man das habe ich dann auch gemacht, ja. Kann man aber habe ich verloren. Hast du verloren? Habe ich verloren. Das bezahle ich heute noch ab. Wie viel Geld musst du da zahlen? Die ganzen Anwaltskosten und die Fahrerei, das war ja ein Schrittverkehr. Wir sind ja dann rüber nach Polen und die sind hier runter. Also das war hin und her, das hat alles 8 Monate circa gedauert. Mhm. Und also die ganze Operation mit Anwaltskosten, was ich alles noch bezahlen kann, 16.000 Mark. 16.000 Mark. Das sind 16.000. Und dann bist du heute immer noch am Zahlen, am Abstottern. Ja. Mhm. Mittlerweile auch nur noch Sozialhilfe und keiner Mensch bezahlt mir die Operation, dass das da wieder alles weggemacht wird. Ne? Mhm. Krankenkassen tun sich nichts an. Mhm. Ich sollte dann so ein hier bei der Krankenkasse so ein Gespräch führen, dass ich das dann auf seelische Grausamkeit, ne? Aber ich bin wohl noch nicht zu seelisch kaputt. Mhm. Die bezahlen das einfach nicht. Erzähl mir doch nochmal, du hast es gerade nur so angedeutet, wie du auf und an diese Adresse in Polen gekommen bist. Durch so eine Zeitschrift hier. Ich möchte jetzt solche. Nee, den Namen muss vielleicht nicht gerade sagen. Stand dann drin, ist es ja eine relativ seriöse Zeitschrift? Ja, ja. Eine Frauenzeitschrift. Mhm. Da stand drin. Aber es war eine Anzeige, ne? Also ja. nicht die Zeitschrift hat darauf hingewiesen. Nein. Mhm. Mhm. Aber trotzdem wundere ich mich so. Also man liest und hört ja so sehr viel über Schönheitschirurgie. Und auch in Deutschland gibt es ja viele Chirurgen, die nun nicht den besten Ruf haben. Aber alles, was man so an Billigchirurgie mitkriegt und hört in den Medien, gerade im Osten oder in Polen, alle seriösen Leute warnen davor, dass du dich hast darauf eingelassen. Ja, aber es ist aber erst die letzten 2 Jahre so an die große Glocke gehängt worden. Hätte ich das vor 2 Jahren, hätte ich das gar nicht gemacht. Also bei mir ist es ja schon gut 4 Jahre jetzt her. Wie war denn so dein Eindruck vor Ort? Super. War es sauber? Hat man sich höflich behandelt? Ja. Und war es hygienisch? Ja. Das schon alles? Auf jeden Fall, ja. Hast du denn überhaupt mit diesem Arzt auf Deutsch reden können? Ja, das war ein deutscher Arzt. Das war ein deutscher Arzt. Ach so, Also Kommunikationsprobleme gab es dann nicht. Nee, gab es gar nicht. Mhm. Was hast du jetzt daraus gelernt, aus dieser Misere, kann man ja sagen? Ja, also ich mach's nicht mehr. Auch nicht mehr in Deutschland? Nein, auch nicht in Deutschland. Mhm. Ich möchte jetzt nur noch, dass das sieht aus wie leere Milchtüten, sag ich mal, das hängt alles runter. Da nutzt kein BH, da nutzt gar nichts. Das ist einfach, als wenn du eine Pelle oder was in irgendeinen Eierbecher steckst. Würdest du das denn zumindest gerne noch straffen lassen? Dass das vielleicht wieder so aussieht wie vor 3 Jahren? Wie soll das gehen? Geht doch gar nicht. Mm, mm. Also an dich kommt jetzt kein Messer mehr? Nein, auf keinen Fall. Mm. Doch nur noch jetzt, um das alles wegzumachen. Ne? Wie alles wegzumachen? Ja, ich habe doch alles leere Haut. Also das meinte ich jetzt damit. Also das möchtest du doch wieder so straffen. Natürlich, das mache ich. Das schon. Muss ich ja machen. Ja. Ich kann ja so nicht weiterleben. Ja. Das Wieso hast du dich damals überhaupt dafür entschieden, eine Operation durchführen zu lassen? Hast du so sehr gelitten unter den kleinen Busen? Oder war es gar nicht so viel? Körbchengröße A. Naja, sicher, ja. Das war gar nichts. Aber hinterher ist man natürlich immer schlauer, ne? Und denkt, ach, hätte ich das bloß nicht gemacht und es war so ja auch in Ordnung. Mhm. Was mich mal interessieren würde, ich meine, es gibt bestimmt noch mehr Frauen hier im Umkreis, die jetzt auch bestimmt die Sendung sehen, die vielleicht auch die gleichen Probleme haben wie ich. Was die gemacht haben. Mhm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Frau das von den deutschen Krankenkassen bezahlt gekriegt hat danach. Ja. Okay, wenn sich jemand meldet, können wir gerne den Kontakt herstellen. Ja. Die Telefonnummer habt ihr ja von Die haben wir mir, ja, ne? Das machen wir gerne. Aber nicht weitergeben, ihr müsst mich dann anrufen. So machen wir es sowieso immer, ja. Aber man kann vielleicht wirklich daraus lernen, Beate, dass gerade im Bereich Schönheitschirurgie man recherchieren sollte, recherchieren. Mhm. Fragen, rumfahren, sich die Ärzte angucken, mit denen reden und nicht unbedingt immer aufs Geld gucken, ne? Was soll man machen, wenn man kein Geld hat? Dann soll man es vielleicht gar nicht machen. Dann ist das, was die Leute da wohl ausmachen. Ja, dann soll man es gar nicht machen. Die Gesundheit ist wichtiger als ein bisschen Schnickschnack, dass die Busen größer sind, Mensch. Ne? Heute würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Klar, ja, sicher. Ne? Beate, wenn sich jemand meldet, stellen wir den Kontakt her. Ja, das wäre lieb. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, auch so, ne? Dankeschön, auf Wiederhören. Okay, ne? Ja, tschüss. Unser Thema heute Nacht, Ärztepfusch. Und ich möchte mit euch reden, die ihr Opfer von Ärztepfusch seid, von falscher ärztlicher Behandlung. Telefonnummer 0800 5678 111. Nächster Anrufer ist Michael und Michael ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Michael, Morgen. Du selbst auch Opfer? Ja, ich bin auch Opfer. Und zwar, ich habe meinen Zahnarzt verklagt, weil der bei mir dermaßen gefuscht hat, dass ich keine andere Möglichkeit hatte, um da einigermaßen, sowas wie Gerechtigkeit zu kriegen. Was ist denn genau passiert? Erzähl mal. Also das Ganze liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Das war 1993. Mhm. Ich war schon ein paar Jahre bei dem Zahnarzt, war eigentlich zufrieden, habe dem vertraut. Der hat damals bei mir eine Wurzelbehandlung gemacht. Mhm. Und ich dachte, der macht das schon richtig, ne? Und hat aber, wie später rauskam, bei dieser Wurzelbehandlung viele Fehler gemacht. Er hat also zum einen
die Wurzelkanäle nicht richtig gesäubert mhm. und keine Wurzelfüllung gemacht. Stattdessen was sehr wichtig ist, habe ich auch mittlerweile gelernt. Ja, ja genau. Ja. Er hat im Gegenteil hat dann Watte im Wurzelkanal mit Medikament einfach vergessen, hat mhm. er also reingepfropft und nicht mehr rausgeholt, mhm. stattdessen dann einfach eine Krone draufgesetzt. Um welchen Zahn handelt es sich eigentlich? Das sind Backenzähne oben. Backenzähne oben. Mhm. Genau, der obere mhm. Backenzahn. Mhm. Und wie gesagt, dann einfach vergessen. Mhm. Und ich hatte auch keine Beschwerden. Ich dachte, das ist wohl in Ordnung. Jahre später, 97, 4 Jahre später, war ich dann beim anderen Zahnarzt. 4 Jahre war die Watte drin? 4 Jahre war die Watte drin. Ich wusste davon ja gar mhm. nichts. Ich dachte, das ist schon so in Ordnung. Die Schmerzen waren weg, also mhm. okay. Ne? Mhm. Und zufällig war ich dann mal beim anderen Zahnarzt, weil der Urlaub hatte oder sonst mhm. was. Mhm. Und der andere Zahnarzt hat dann erstmals geröntgt, hat der andere auch nie gemacht. Mhm. Und hat dann entdeckt im Röntgenbild, dass unter diesem Zahn sich inzwischen ein riesiges Granulom, heißt das, also das ist so eine Art Eiterbeutel, Eiterzyste, mhm. gebildet hat. Mhm. Und die Zähne mussten natürlich, also der Zahn und der Zahn daneben mussten gezogen werden. Mhm. Aber wie sonderbar, du hattest da noch keine Beschwerden. Nee, das war ja tot. Die Wurzel war abgestorben, ja, ja. war tot und mhm. hat keine Beschwerden gemacht. Mhm. Das war ja das Verhängnisvolle. Mhm. Denn in den 4 Jahren, wo dieses Granulom da entstanden ist, hat das natürlich gestreut. Das heißt, das ist ein Bakterienherd, mhm. der natürlich über die Zahnwurzel mit dem ganzen Körper, über die Blut, Nerven und Lymphbahnen mhm. mit dem ganzen Körper verbunden ist. Mhm. Mhm. Und der streut Bakterien und diese Bakterien schwimmen dann durch den Organismus und haben bei mir dann die Niere unter anderem in Mitleidenschaft gezogen, sodass ich jetzt eine chronische Nierenentzündung habe und wahrscheinlich irgendwann, höchstwahrscheinlich nicht sofort, aber in 10, 20 Jahren eine Dialyse muss. Ja, da hört der Spaß wirklich auf. Na klar, und wie gesagt, ja. das war nur ein Aspekt, was an den Falschbehandlungen vorlag. Er hat noch mehr rumgemurkst, nur das nicht mit so schlimmen Auswirkungen. Mhm. Also unter anderem nur kurz gesagt, ich war also ganz regelmäßig bei dem Zahnarzt, mehrmals im Jahr, mhm. unter anderem 2 Monate, bevor ich dann erstmals beim anderen Zahnarzt war, und schien alles in Ordnung. Und der andere Zahnarzt hat dann auch 10 kariöse Stellen erstmal entdeckt, mhm. die der andere gar nicht gesehen hat. Also das ist wirklich ein richtiger Pfuscher, muss man sagen. Ne? Wie lange warst du bei dem gewesen vorher? Ich war 5 Jahre bei dem vorher. Aber kriegt also, man nicht so ein Gefühl, auch für so einen Zahnarzt nee. Oder für einen Arzt, wie sorgfältig? Nee, nee. Wirklich nicht. Er war immer nett und gut, das ist ja auch nicht der Punkt, aber ich habe auch vertraut. Mhm. Ne? Also da war nichts vorher. Nee, nett allein reicht nicht aus. Ne? Man muss ja, schon. Ich habe ihm auch die Kompetenz zugetraut, ne? dass er das richtig macht. Aber so, jetzt hast du gegen den geklagt. Genau. Hast du ihn einmal auch persönlich damit konfrontiert? Ach, na klar, bevor ich zum Anwalt gegangen bin, ja. bin ich 2-mal zu ihm hingegangen, mhm. habe ihm darauf angesprochen, wir haben das versucht nachzuvollziehen. Er hat in seinen Unterlagen geguckt, ich habe in meinen Tagebuchaufzeichnungen geguckt, hatte ich damals noch, da konnte ich auch so ein bisschen nachvollziehen. Wie hat er sich denn dann geäußert oder wie hat er sich versucht zu rechtfertigen? Er hat gesagt, ja, habe ich wohl vergessen, das hat er schon zugegeben. Mhm. Aber er hat nicht, was ich auch vielleicht erwartet hätte, einmal gesagt, es tut mir leid, Entschuldigung. Mhm. Das ist nicht über seine Lippen gekommen. Mhm. Und ich habe ihn danach nochmal angeschrieben, 2-mal einen langen Brief. Mhm. Er soll sich irgendwie äußern, wie er sich das vorstellt, die Regulation des Ganzen. Und ne? er weiß auch, welche gravierenden Auswirkungen das jetzt hatte, dass du vielleicht eventuell Dialysepatient werden ja, könntest. Ja. Also als er dann nicht reagiert hat, wie gesagt, dann bin ich erst zum Anwalt gegangen und dann hat sich das Ganze auch in den Jahren danach erst vor Gericht abgespielt. Wie ist es denn ausgegangen dann vor Gericht? Ja. Wie gesagt, seit 97 läuft die Sache. Ich bin da mittlerweile auch zum Anwalt für Medizinrecht, einen Spezialisten gegangen. Ach, das läuft immer noch? Läuft immer noch, na klar. Und das war 3 Mal ganz langsam. Wie schrecklich, das war 93, fing's an. 97 wurde es entdeckt. 97 wurde es entdeckt und heute läuft es immer noch. Ja klar. Das ist ja wirklich unglaublich. Hast du denn deine Rechtsanwälte oder dein Rechtsanwalt wird das ja doch wahrscheinlich auch einschätzen können. Hat man denn als Patient da eine Chance, ja, ein ordentliches Schmerzensgeld zumindest zu bekommen. Also mir geht's wie gesagt in erster Linie auch gar nicht, na kann man gut, kann man immer sagen, ums Geld, weil das bringt mir eh keiner wieder. Wenn die Tiere nun hin ist, ist sie hin. Gut, aber schön ist es trotzdem, ja, wenn klar. du ein bisschen Kohle kriegst. Mir geht's in erster Linie darum, weil ich von ihm eben keine persönliche Entschuldigung bekommen hätte, die mir vielleicht auch gereicht hätte. Mhm. Ne, vielleicht, aber es kam ihm nichts und deshalb eben dieser Weg. Dass er gefuscht hat, das steht fest. Das wurde auch von zahnärztlichen Gutachtern bestätigt. Mhm. Das gibt er auch zu. Also, dass er einen Fehler gemacht hat. Mhm. Nur jetzt der Zusammenhang, die Kausalität, ne? Mhm. Zwischen der Falschbehandlung und der Nierenentzündung. Das ist eben schwierig. Ja. Also, wie sind die Chancen, dass du Kohle bekommst? Ja, einerseits, also für die Falschbehandlung, das ist schon klar. Also, das ist bestätigt und da kriege ich wohl das. Wie hoch kann man das sagen schon? Ja. Also zunächst hat der Anwalt was in Aussicht gestellt von 20.000 Mark, was natürlich auch utopisch mittlerweile ist. Wir mussten da auch vom Landgericht runter zum Amtsgericht. Das Gericht hat einen Vergleich vorgeschlagen von 6.000, 7.000 Mark. Ja, ist ja den auch nicht. Den wir aber angenommen hätten. Ja. Nur die gegnerische Versicherung, die wollte eben weiter prozessieren. Ne? Besteht denn die Chance, dass er zumindest so einen auf den Deckel bekommt, dass er irgendwelche Konsequenzen auch zu tragen hat? Oder wird er ganz normal weiter praktizieren können?
Also ich werde das auch an die Zahnärztekammer weitergeben, habe ich mir vorgenommen. Mhm. Also über die Krankenkasse gibt es ja die Möglichkeit, den Bericht oder den Fall zu schildern, mhm, aus meiner Sicht. Weil ich habe mittlerweile mich natürlich auch informiert und rausbekommen, dass ich da nicht der Einzige bin, der bei ihm solche Sachen erdulden musste. Also ich kenne Leute, die auch ähnliche Sachen bei ihm erlebt haben. Also du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man sich, wenn es einem widerfahren ist, auf jeden Fall aktiv wehren kann und wehren sollte auch. Ne? Dass man es einfach nicht nur so hinnimmt und die Herren Ärzte und Ärztinnen da auf dem hohen Ross sitzen. Nee, ich muss natürlich nur eins noch dazu sagen, vielleicht, wie du schon auch richtig vermutest, es ist schwierig, wenn ärztliche Gutachter das Ganze auch dann betrachten. Mhm. Ärzte gehen mit Ärzten doch immer noch sehr sorgfältig um. Ne? Mhm. Und da muss man schon wirklich jemanden treffen, der auch Zivilcourage hat, der sich traut, auch mal gegen Kollegen wirklich was zu sagen. Mhm. Ne? Sonst ist es eben sehr schwierig, da wirklich... Wie ist das alte Sprichwort? Eine Krähe hackt der andere. Kein Auge aus. Ne? Ich hoffe, dass du nie Dialysepatient wirst, Michael. Ich wünsche es dir sehr. Ich hoffe es auch. Mal gucken. Ne? Alles Gute. Danke auch. Auf Wiederhören. Bis dann. Danke. Ja, tschüss. Thomas, 25 Jahre, auch zum Thema Ärztepfusch hier bei mir in der Sendung. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Thomas. Was ist dir passiert? Folgendes. Achso, ich wollte erst mal eben was sagen. Leute, lasst euch nicht so einfach operieren. Wenn ich so das Erste gehört habe, um sich die Brust vergrößern zu lassen, eine Operation auf sich zu nehmen, das ist einfach scheiße. Kann man, und es kann viel daneben klar gehen. Klar, aber kann man auch nicht so ganz generell sagen. Es gibt ja schon Frauen, die unter zu kleinem oder auch zu großem Busen leiden. Und das darf man auch nicht vielleicht so radikal bewerten. Aber man soll sorgfältig daran gehen. Ne? Genau. So, jetzt zu dir, Thomas. Also Folgendes. Ich hatte eine Meniskusoperation nach einem Tennisunfall. Mhm. Und nach der Meniskusoperation haben sich halt multiresistente Bakterien ins Knie gelagert. Das sind... Woher sind die gekommen? Aus dem Umfeld des Krankenhauses? Also erstmal multiresistente Bakterien sind aus dem Umfeld, auf jeden Fall aus dem Krankenhaus. Mhm. Weil es gibt, diese Bakterien gibt es zum Beispiel in Praxen, in Arztpraxen gibt es die einfach nicht. Das bedeutet ja, dass man diese Bakterien eigentlich nicht tot kriegt, ne? Dass man die nicht behandeln kann. Mhm. Ganz genau. Also es gibt da schon, also bei mir gab es da jetzt ein Antibiotika. Mhm. Es gibt ja 1000 verschiedene Antibiotika. Mhm. Eins gab es. Das, wogegen die sensibel waren. Aber dadurch, dass man das nur kurze Zeit geben kann, weil das so starke Nebenwirkungen hat, hat es bei mir nicht geholfen. So, diese Bakterien sind in das Knie gelangt. Genau. Wie ging es dann weiter? Ich hatte große Schmerzen. Klar, man muss sich das vorstellen. Ich weiß nicht, wenn du dir schon mal im Finger geschnitten hast und das entzündet sich. Mhm. Das tut ja schon ziemlich weh, wenn man da drauf kommt. Klar, ne? Ja. Und das muss man sich vorstellen, so tat das Knie weh, das gesamte Knie, also eigentlich das gesamte Bein. Mhm. So, bin dann wieder in das Krankenhaus gegangen, wo sie mich operiert haben. Ich muss dazu sagen, ich habe mich auch punktieren lassen. Das heißt, da gehen die mit einer Nadel ins Knie rein und holen dann Wasser raus. Mhm. Aber das bedeutet ja, dass die Hygienemaßnahmen nicht perfekt waren. Ne? Das heißt, genau. Das war nicht ordentlich sauber sterilisiert. Sodass die Bakterien eindringen konnten in das Knie. Wie hat sich der Krankheitsverlauf dann entwickelt? Ja, die Ärzte dort, ich bin dann wieder dahin nach einer Woche oder so, ich sage, pass mal auf, ich kann nicht laufen, ich habe totale Schmerzen. Und dann sagten die zu mir, passen Sie mal auf, das war eine Meniskusoperation, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an, legen Sie die Krücken in der Ecke und wissen Sie was, gehen Sie mal arbeiten. So, als das hieß so viel, als ob ich keinen Bock hätte zu arbeiten. Also Sie haben mich gar nicht ernst genommen? Ganz genau, die haben mich absolut nicht ernst genommen. Wann haben sie dich ernst genommen? So, so ein halbes Jahr später. Das heißt, du hast ein halbes Jahr dich mit diesen Schmerzen, wahrscheinlich immer schlimmer werdenden Schmerzen, rumgeschlagen. Ganz genau. Und bist dann wieder in dasselbe Krankenhaus gegangen? Oder in ein anderes? Bin dann in ein anderes Krankenhaus, klar. Mhm. Irgendwann hat dann ein Arzt mal das Punktat eingeschickt. Man kann das einschicken, dann auf Bakterien untersuchen. Mhm. Es sind dann, wie gesagt, diese Bakterien rausgekommen, bin dann in ein anderes Krankenhaus und dann fing die ganze Geschichte an. Ich bin also 19 Mal arthroskopisch operiert worden. Hm. 19 Mal? 19 Mal und zweimal offen. Alles mit Vollnarkose. Also 21 Mal operiert worden? 21 Mal operiert worden. Wie lange liegt das zurück alles? Also das ist alles ein Zeitraum von 2 Jahren. Das ganz Schlimme war, wie gesagt, vor einem Jahr, da war es so richtig schlimm. Ich war letztes Jahr 8 Monate im Krankenhaus. 8 Monate im Krankenhaus. 21 Mal operiert worden. Genau. Und das Ganze liegt jetzt noch gar nicht so lange zurück. Wie geht's dir denn heute? Ja, also ich muss sagen, mir geht's eigentlich beschissen. Erstmal die Schmerzen.
Man kann das sich nicht vorstellen, wenn man nur Schmerzen hat. Du hast immer noch Schmerzen im Moment. Ganz genau. Ich nehme starke Schmerzmedikamente. Wie sieht denn das Knie aus, wenn man sich das anschaut? Ist das sehr geschwollen, permanent? Es ist permanent geschwollen, klar. Bei mir kannst du gehen? Kannst du dich bewegen? Ja, also mit Krücken. Mit Krücken. Mit Krücken. Diese ganze Geschichte dauert jetzt über 2 Jahre schon. Ganz genau. Über 2 Jahre. Also genau. Über 2 Jahre gehst du quasi auf Krücken oder liegst im Bett? Genau. Mhm. Also zum größten Teil im Bett eigentlich. Ne? Mhm. Weil, wie gesagt, das ist dieses Jahr offensichtlich ein Fehler des ersten Krankenhauses gewesen, in dem du operiert worden bist. Genau. Hast du jetzt schon irgendetwas eingeleitet, eine Anzeige erstattet oder irgendetwas unternommen? Also was ich gemacht habe, es gibt eine Ärztekammer in Düsseldorf. Mhm. Und da kann man seine Beschwerden hinschicken. Mhm. Die bearbeiten das dann. Da sind viele verschiedene Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen, also Professoren, die bearbeiten das. Mhm. Und die sagen dann, ob man Erfolg hat oder nicht Erfolg hat. Mhm. Aber parallel läuft noch von der Krankenkasse etwas. Die Krankenkasse will also auch da angehen, weil die wollen ihre Kosten wieder haben, ist klar. Weil die alles zahlen müssen, ja. Genau. Aber privat hast du noch keine Anzeige erstattet? Noch nicht? Nein. Nein, das habe ich nicht. Hast du denn diese erst operierenden Ärzte, also in dem ersten Krankenhaus, in dem es offensichtlich verursacht worden ist, hast du die mal damit konfrontiert? Warst du mal da, haben die sich das angesehen? Hast du mit dem Chirurgen gesprochen? Hier ja, ich hab halt einen Brief hingeschrieben. Ich wollte mit dem Chefarzt sprechen. Ich war persönlich da irgendwann mal, aber da ist kein ranzukommen. Mhm. Also der verleugnet sich, hat keine Zeit oder was. Du hast einen Brief geschrieben. Hast du denn von denen einen Brief zurückbekommen? Nein. Keinen Brief gar zurückbekommen? Nicht. Also ich habe einen bösen Brief geschrieben an die Geschäftsführung. Mhm. Und da ist aber nichts zurückgekommen. Du sagst gerade, dass du dich ein halbes Jahr damit rumgeschlagen hast. Und bist dann in eine andere Klinik gegangen. Genau. Dieses halbe Jahr, was ist denn da alles in dir vorgegangen? Man weiß doch das gar nicht einzuschätzen, wenn das nicht heilt. Man glaubt ja immer noch an den Arzt eigentlich, der einen zuerst operiert hat. Also es war so, ich habe zum Teil mich so gefühlt, ich habe gedacht, gehst du mal zum Psychologen vielleicht. Läuft das in deinem Kopf ab. Mhm. Aber auf der anderen Seite konnte ich das nicht einsehen, weil das Knie so dick war. Mhm. Und es also man zweifelt dann an sich selbst, ne? Erstmal. Ganz genau. Mhm. Nun bist du ja nun gerade auch erst, was heißt gerade, du bist jung, 25 Jahre alt. Das hat ja jetzt dein ganzes Leben aus der Bahn geworfen. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich bin gelernter Koch. Also du hast also jetzt über 2 Jahre deinen Beruf dich ausüben können. Ganz genau. Mhm. Vor allen Dingen, es ist echt mein Traumberuf. Und ich werde ihn nicht mehr ausüben können, definitiv. Du hast also über zwei Jahre jetzt, warst du zu Hause oder eben in Krankenhäusern? Genau, ich hänge zu Hause rum und in den Krankenhäusern. Meine Freunde wenden sich von mir ab, was dann natürlich, das kommt so. Erstmal die langen Krankenhausaufenthalte, okay, am Anfang, da kommen sie dich noch besuchen. Klar, aber irgendwann lässt das dann auch nach. Lässt total nach und jetzt zum Beispiel, ich habe eigentlich keine Freunde mehr, weil... wenn die mich fragen, Thomas, komm doch mal mit oder komm mal rüber oder mach mal was. Ich kann einfach nicht. Ja gut, du mit deinen Krücken und hast immer Schmerzen. Ganz genau. Also ich wünsche dir natürlich, dass dir juristisch beigestanden wird und dass du vielleicht auch eine dicke Stange Schmerzensgeld bekommst. Wobei der Weg weit ist, ehe da die Patienten mal was bekommen. Aber wie sehen denn deine jetzt behandelnden Ärzte die Heilungschancen? Besteht die Chance oder kann das sein, dass das wandert im Körper oder dass du nie richtig gesund wirst werden? Also, ich habe jetzt zum Beispiel halt einen Kreuzbandriss und einen Außenbandriss, die normalerweise operiert werden müssten. Wie in demselben Knie? In meinem Knie, ja. Mhm. Können aber nicht operiert werden, weil es kann sein, dass in dem Knie Verkapselungen sind. Mhm. Also die Bakterien verkapseln sich. Ah, und dann würden die wieder aufgehen und würden streuen im Körper. Das heißt, du musst jetzt auch mit dem Meniskusriss leben. Ganz genau. Mit dem Kreuzbandriss leben. Mit dem Kreuzbandriss muss ich leben. Mhm. Also gut, ich habe jetzt so eine Schiene, dann geht das, klar. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, wie ist denn dieser Kreuzbandriss entstanden, wenn du seit 2,5 Jahren das Knie fast gar nicht bewegst? Und zwar folgendes, während der Operation nehmen die das, die nennen das verseuchte Material raus. Mhm. Das sind Schleimhäute, das sind die Menisken, die schäfen die ab. Also das ist sowas wie, abschmürgeln. Mhm. Genauso machen die das auch mit dem Außenband, mit dem Kreuzband. Irgendwann werden die so dünn, die so dünn, dass eigentlich nur ein kleiner Fehltritt das zum Reißen bringt. Nach dieser eigentlichen ersten Operation ist das dann auch noch passiert, dass es wieder gerissen ist? Ja, sicher. Mhm.
Also es wird ja immer doller. Also die Folgen davon. Mhm. Ne? Mhm. Und ich sag jetzt auch mal, natürlich der ganze Leberwerte zum Beispiel sind dramatisch hoch. Also ich habe eine Fettleber. Ich trinke keinen Alkohol. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe. Das kommt alles nur durch die Medikamente, durch die Vollnarkosen. Also ich weiß schon heute, dass, dass wahrscheinlich jedes Gespräch sehr traurig ist. Und ich sage trotzdem, und ich bitte euch, das nicht einfach als blöde Floskel aufzufassen. Ich sage, werde trotzdem jedem und auch dir jetzt, Thomas, von Herzen alles Gute wünschen, dass es sich zum Positiven entwickelt. Die Hoffnung muss man ja immer haben und hat man ja meistens auch, hoffe ich zumindest. Dankeschön. Alles Gute, lieber Thomas. Dankeschön. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Ellie. Ellie ist dran und Ellie ist 39 Jahre. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Also ich habe eine Sache, ich bin 1982 an der Galle operiert worden und habe 3 Tage nach der Operation eine heiße Narbe gehabt und habe auch Schmerzen gehabt und bekam Eiskissen, wurde aber trotzdem am 10. Tag nach der Operation entlassen, bin dann 10 Tage später in der Stadt zusammengebrochen, bin mit dem Notarztwagen in dieses gleiche Krankenhaus gebracht worden und bin notoperiert worden und da hatte man einen Tupfer drin vergessen. In der Galle? In der Narbe. Und in der Narbe. Damals hat man dann noch diesen Querschnitt gemacht von 18 Zentimetern quer über den Bauch. Was war denn das für eine Gallenoperation? Weswegen wurdest du... Steine. Und starke Koliken. Also das ist ja schon fast ein klassischer Fehler. Ne? Man lässt entweder, vergisst einen Tupfer oder gar irgendeinen Gegenstand noch im Leib des Operierten. Was hatte denn das jetzt für eine Folge, dass dieser Tupfer in deinem Bauch war? Ja, die Narbe wurde komplett gespalten. Das waren also 18 Zentimeter lang und 5 Zentimeter tief. Mhm. Und dann musste ich jeden Tag in so eine Badewanne mit Desinfektionsmittel und bekam dann noch so ein Desinfektionsmittel in diese Wunde reingespritzt und musste 3 Monate mit dem offenen Bauch liegen, weil die konnten den ja nicht zunähen wegen diesem Eiter, weil der ganze Bauch war ja voller Eiter. Die haben das, nach 20 Tagen ist es entdeckt worden, ne? Nach der Operation, ja, kann man ja so ungefähr sagen, ne? Wie du es gerade erklärt hast. Sind die denn damals, als du dann zusammengebrochen bist in der Stadt, sind die direkt darauf gekommen, dass es damit irgendwie zusammenhängen kann? Nee, die haben mich ins Krankenhaus gebracht und ich habe dann halt irgendwie gesagt, mein Bauch. Und da haben sie das dann geguckt und sahen, dass das eine frische Wunde war. Mhm. Der Chefarzt persönlich hat sich auch anschließend bei mir entschuldigt und wollte auch den Namen des Operateurs wissen und so habe ich auch alles angegeben. Mhm. Und aber so jetzt eine Gerichtsverhandlung oder so habe ich nie gemacht, weil meine Eltern mir damals auch geraten haben, mach nix und du machst nur Ärger und du gewinnst sowieso nicht und so. Vielleicht soll man niemals diese Auffassung haben, ne? Ja. Sondern wenn es auch viel Ärger gibt und Komplikationen, man sollte es auf jeden Fall machen, ne? Um eben auch zu zeigen, dass man sich als Patient wehrt und dass man nicht alles hinnimmt. Erzähl das doch noch mal ein bisschen genauer. Du lagst dann im Krankenhaus, musstest 3 Monate im Krankenhaus mit offenem Bauch. Mit offenem Bauch und kriegst du jeden Tag Spülungen mit Kochsalzlösung und mit Beta-Isadonna in diesen Bauch und habe also geschrien vor Schmerzen und die haben mir also ganz einfache Mittel gegeben gegen die Schmerzen, die haben überhaupt nichts genützt und der Arzt hat immer gesagt, sie stellen sich an und ich habe mich wirklich nicht angestellt. Mhm. Es waren wirklich ganz furchtbare Schmerzen. So als Laie geht mir das gar nicht in den Kopf, warum der Bauch offen sein muss. Ich würde denken, man schneidet es auf, nimmt das Ding raus, desinfiziert es und näht es wieder zu, aber so einfach das ist es wohl. Das musste von alleine heilen und das hat halt 3 Monate gedauert und wenn wieder Bauch dann zu war, durfte ich dann nach Hause endlich. Nach 3 Monate lang, 3 Monate Schmerzen. Ja, und mein Problem ist jetzt, ich habe am 5.2. eine Herzklappenoperation vor mir. Die wird in Marburg gemacht und sobald ich verlegungsfähig bin, werde ich wieder in dieses Krankenhaus verlegt, weil das einzige Krankenhaus hier in meiner Umgebung ist mit einer Station, wo man eventuell dann noch eine Nachoperation machen könnte. Oh, da ging ich ja an deiner Stelle mit einem sehr unguten Gefühl. Ich habe eine Angst davor, das ist Wahnsinn. Aber ich muss einfach nach kurzer Zeit wieder nach Hause, weil ich alleinerziehende Mutter bin. Mhm. Und meine Kinder müssen irgendwie mich ja besuchen können. Nun sind ja fast 20 Jahre vergangen. Ja. Da könnte man ja auch hoffen. Ich habe immer noch Schmerzen in der Narbe. Die hat sich also verwachsen. Mhm. Die ist auch ganz breit. Die ist also ungefähr 5 Zentimeter breit. Und das sieht also wirklich nicht schön aus. 5 Zentimeter breit und wie lang? 18 Zentimeter. 18 Zentimeter. Quer über den ganzen 18 Bauch. Zentimeter und das ist ja ein Riesenband, ist das ja. Ein Narbenband. Und dann quer über den Bauch. Mhm. Und das sieht also wirklich ganz hässlich aus. Also ich wollte gerade sagen, mit den 20 Jahren, da kann man ja hoffen, dass die Operateure oder der Operateur, der für das verantwortlich ist, hoffentlich nicht mehr da ist, ne? Ja, ich hoffe. Moment, weißt du denn den Namen, wer das damals gemacht hat? Ich weiß den Namen, ja. Aber das kannst du doch rauskriegen, ob der heute noch immer da arbeitet.
Ja, das müsste ich dann eventuell noch in Erfahrung bringen. Das würde ich aber wirklich akribisch alles rauspuzzeln. Und ja, wenn weil der ich noch habe sonst in meinem Papieren, wenn ich unterwegs bin, immer einen Zettel drin, niemals in dieses Krankenhaus. Aber es geht nun mal nicht anders, dass ich also da wieder hin muss. Aber wiederum, wäre dieser Operateur dann auch zuständig für Herzangelegenheiten? Das weiß ich nicht. Eigentlich ist das ein ganz anderes Gebiet. Kann ja sein, dass er sich dann irgendwann spezialisiert hat auf Herzgeschichten und dann wieder vor mir so, steht. So, musst du rauskriegen. Musst du rauskriegen. Ja, also und dann würde ich mich verweigern. Dann würde ich auf gar keinen Fall da bleiben. Dann musst du irgendwas anderes organisieren. Ich ginge da auch nicht hin. Nee. Also, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, dass man da einfach Angst hat und skeptisch ist, wenn man so eine Tortur hinter sich hat. Ja klar, man hat auch Angst, dass immer wieder was Neues passieren kann. Schade, dass ihr nicht eine Anzeige erstattet habt. Wenn du Arme da drei Monate mit offenem Bauch gelegen hast. Ja, und ich habe heute also noch immer diese Schwierigkeiten mit der Wetterfühligkeit. Wenn das Wetter sich ändert, habe ich Schmerzen in der Narbe. Die ist auch ganz verhärtet und ist auch innerlich in total verwachsen. Also, für deine Herzklappenoperation. Du bist ja erst 39 Jahre alt, das ist ja auch ungewöhnlich, ne, für das Alter, oder? Ja, sehr ungewöhnlich. Ja. Wann ist die Operation? Am 5.2. 5.2. ist ja schon bald. Ja. Übernächste Woche. Übernächste Woche, ja. Da habe ich auch ganz große Angst vor. Toll, toll, toll. Ja. Ich drücke die Daumen. Dankeschön. Und ruf noch mal vorher an, ob es diesen Menschen danach gibt. Ja, klar, werde ich tun. Alles okay. Gute, von Herzen. Mach so weiter so. Ja, okay. Alles Gute. Klar, tschüss. 1 Uhr 31 und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 32 und 22 Sekunden, hier ist der Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Ärztepfusch. Ich möchte mit euch reden, wie ihr betroffen seid von schlechter Behandlung im Krankenhaus, schlechter Behandlung von Seiten eines Arztes. Seid ihr Opfer von Ärztepfusch? Seid ihr Opfer von sogenannten ärztlichen Kunstfehlern? Wenn ihr das seid oder wenn in eurer Bekanntschaft oder in der Familie oder ein enger Angehöriger Opfer von Ärztepfusch ist, ruft mich an und erzählt es mir, wenn ihr wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Ich bin verbunden jetzt mit Conny und Conny ist 45 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, hier hallo. Ist Conny. Hallo Conny. Es geht um meine Tochter, die ist 21 Jahre alt. Ja. Und vor und während und nach der Geburt sind diverse Fehler passiert. Der erste Fehler war, dass mein behandelnder Arzt damals während der Schwangerschaft eine Schwangerschaftsvergiftung nicht erkannt hat. Eine Schwangerschaftsvergiftung? Ja. Was genau ist das? Ja, es sind Anzeichen wie zum Beispiel, man nimmt enorm schnell zu, hat erhöhten Blutdruck. Während der Schwangerschaft? Ja, anhand von einer ganz einfachen Blutuntersuchung, die eigentlich regelmäßig gemacht wird, kann man das auch feststellen. Aber mir wurde nie etwas gesagt. Ich war damals 23 Jahre alt. Woher rührte denn diese Vergiftung? Ja, woher es kommt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was hängt mit der Schwangerschaft zusammen? Ja, ja, auf jeden Fall. Und das hat zur Folge, wenn es nicht erkannt wird, dass das Kind nicht richtig ernährt wird. Gut, also 5 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin habe ich Wehen bekommen, Fruchtwasser verloren und bin dann mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren. Im Krankenhaus wurde auch festgestellt, dass das Fruchtwasser extrem gefärbt war. Das deutet darauf hin, dass es dem Kind sehr schlecht geht. Normalerweise muss eine Frau sich dann hinlegen. Sie darf unter keinen Umständen mehr laufen. Es war ein Freitag, es war Dienstwechsel, die Ärzte zogen es vor, sich zu unterhalten oder eine Dienstbesprechung zu machen. Ich war alleine und die sagten, ich soll den Gang
immer auf- und ablaufen, was ich getan habe. Obwohl das das Falscheste war, was du tun konntest. Mhm. Ja, mhm. Das hat nämlich zur Folge, oft zur Folge, dass sich die Nabelschnur um den Hals des Kindes wickelt. Gut, dann? Das ist also auch passiert. Mhm. Dann ging es mir sehr schlecht und ich wurde ganz zügig dann in den Kreissaal gebracht, mhm. wo sehr viele Ärzte und Schwestern waren. Mein Blutdruck war ziemlich weit unten und ich bekam Adrenalin gespritzt, mhm. zu viel, mhm. woraufhin ich Valium bekam. Eine Rückenmarkspritze habe ich auch bekommen, ohne Unterschrift, ohne Einwilligung. Mhm. Das sind Medikamente, die direkt auch auf das Kind übertragen werden. Mhm. Meine Tochter ist dann, die hat dunkelblau zur Welt gekommen, wurde wiederbelebt. Mhm. Ich lag dann erstmal ganz lange alleine da. Mhm. Hab sie nur ganz kurz gesehen. Sie war in so eine Alufolie eingewickelt. Ja, und das war's. Sie war untergewichtig, wog nur 3,40 Gramm bei der Geburt. Mhm. Hat das Kind Schäden davon getragen, von all diesen Dingen? Ja. Welche Schäden? Sie ist schwerst mehrfach behindert. Das heißt, sie ist Autistin, ist körperlich, geistig behindert, kann nicht sitzen, nicht laufen, nicht sprechen. Kann ich sitzen? Nein, sie sitzt im Rollstuhl, aber ist mit einem Gurt festgemacht, weil sie sonst rausfallen würde. Ja, kann nicht sprechen, ist geistig behindert. Mhm. Ja, der Arzt, der sie zur Welt gebracht hat, meinte nur, er würde gern irgendwann mal erfahren, was aus so einem kleinen Kind geworden ist. Ich meine, das ist jetzt ja fast 22 Jahre her. Mhm. Das war damals schon 143 Gramm. Und dann ist im Kinderkrankenhaus, wo sie ja 2,5 Monate gelegen hat, der nächste Fehler passiert. Der Fehler bei deiner Tochter passiert? Ja. Ach so, ich dachte, du wolltest von einem anderen Fall erzählen. Ja, erzähl mal weiter. Mhm. Ja, sie wurde ohne meine Einwilligung gegen Tuberkulose geimpft. Mhm. BCG-Impfung heißt das. Mhm. Und bekam daraufhin eine Gehirnhautentzündung. Ja, und ich denke mir, das war dann das, was ihr irgendwo so den Rest gegeben hat. War dir denn klar, dass das Kind, also nach der Geburt, hat man dir das gesagt, dass das Kind schwer behindert ist? Nein. Kaum ein Arzt traut sich das. Ich hatte Glück, als meine Tochter 9 Monate alt war, einen ganz tollen Arzt kennenzulernen, der selber behinderte Kinder hat. Und der war ganz ehrlich. Mhm. Da ist ja nun ganz viel zusammengekommen. Einmal die Vergiftung, von der du gerade erzählt hast, dann der falsche Umgang mit dir kurz vor der Geburt, die Geburt an sich, wo du mit Medikamenten behandelt worden bist, die offensichtlich dem Kind auch nicht gut getan haben, und dann hinterher auch noch die falsche Impfung oder die Impfung, mit der du nicht über die man mit dir nicht geredet hat. Ja, genau. Sind aus all diesen Dingen irgendwelche Konsequenzen mal gezogen worden? Ist irgendwas passiert? Nein, also rechtlich habe ich nichts unternommen. Ich habe wohl Menschen kennengelernt. Es gibt eine Initiative, Kunstfehler in der Geburtshilfe heißt das. Mhm. Ich habe das Ehepaar damals kennengelernt, die das gegründet haben, die auch geklagt haben, wohl ein bisschen Entschädigung erhalten haben. Mhm. Habe auch durch diesen Kreis noch andere kennengelernt, die auch heute noch klagen, kaum Geld gesehen haben. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man so schwer betroffen ist, entweder am eigenen Leib oder jetzt in deinem Fall durch das Kind, dass man vielleicht manchmal auch gar keine Nerven hat, sich mit diesem ganzen Gerichtskram und juristischem Kram rumzuschlagen, dass man genug mit sich oder eben in deinem Fall mit dem Kind zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. Ich habe viel Therapien durchgeführt mit meiner Tochter und sie ist, so komisch ich das anhören mag, ein ganz glückliches, liebes Kind. Mhm. Ja, sie lebt bei dir natürlich. Nein, sie lebt jetzt in einer Wohngruppe, weil ich kann sie nicht mehr tragen, es geht nicht. Aber sie ist sehr... Sie kennt dich, sie weiß, dass du die Mama bist. Ja. Wie merkst du das, dass sie dich kennt? Durch ein Lächeln, durch Mimik. Sie kann mir also nicht so in die Augen sehen, das können Autisten nicht, aber sie ist also ein extrem lieber Mensch und ich möchte eigentlich auch allen Eltern Mut machen, die behinderte Kinder haben,
Man kann sehr viel machen. Mhm. Und diese Ärzte, die irgendwas erfuscht haben, die tragen so viel Last mit sich rum. Mhm. Und ich glaube, sie wissen es. Du hast gerade gesagt, dass der behandelnde Arzt, also der dein Kind zur Welt geholt hat, der hat gesagt, ich möchte gerne mal wissen, was aus dem Mädchen wird. Ja. Wie meinte er das? Was in ein paar Jahren mit dem Mädchen wird oder wie? Ja, was aus so einem Kind hat wird. Er das Kind mal mit 10 oder 15 Jahren gesehen? Bist du mal zu ihm gegangen? Nein. Bisher habe ich nicht den Mut gehabt. Aber er weiß, dass das Kind behindert ist. Na, ich glaube, er vermutet es. Mhm. Er wohnt auch in der Stadt, in der ich lebe, praktiziert, auch war auch zwischenzeitlich einmal angeklagt wegen Körperverletzung, das habe ich erfahren, aber du er sagst, darf weiter praktizieren. Du sagst, ich hatte bisher noch nicht den Mut, zu ihm zu gehen. Mhm. Warum nicht? Mein Kind hat mich so viel Kraft gekostet. Mhm. Ich habe auch eine Therapie gemacht, um alles irgendwie zu verarbeiten, zu verkraften. Ich verstehe. Du hast Angst vor der Konfrontation und dass das alles wieder aufgerissen wird. Und ich verstehe. Eigentlich müsste es jemand anders ihm sagen. Gar nicht mal du vielleicht, die du vielleicht. So eng damit verbunden bist. Ja. Bist du allein? Vielleicht schreibe ich ihm mal. Ja, oder so. Oder so. Ja. Und leg ein Bild von deiner Tochter dabei, ein Foto. Ja. Ja, gute Idee. Ja. Also ich finde schon, dass diese Ärzte das wissen sollten. Ja. Bist du alleinerziehend? Ja. Hm. War das ja eine ungeheure Kraftanstrengung? Wahrscheinlich so, also ein schwerbehindertes Kind alleine aufzuziehen. Wie viele Jahre hat sie bei dir gelebt? Bis zu ihrem wievielten Lebensjahr? Fast bis zu ihrem 11. Lebensjahr. Weil der Vater ist sehr gut gestellt und es passte auch nicht in sein Klischee rein, in sein Leben rein, ihm ein solches Kind zu haben. Also hat sie 11 Jahre bei dir gelebt? Und dann ist sie in ein Heim gekommen, oder? Ja, in ein Heim. Und jetzt ist sie in einer Wohngruppe, wo Jugendliche und Erwachsene leben. Wieso hast du sie mit 11 Jahren in dieses Heim gegeben? Ich habe da ein zweites Kind bekommen. Mhm. Ganz gesund. Mhm. Weil ich sämtlichen Ärzten gesagt habe, was ich nicht will. Mhm. Und ja, die waren alle ganz toll. Und konntest du das dann nicht schaffen, beide Kinder zu versorgen? Nein. Aber tut einem das dann nicht sehr weh, wenn man das Kind 11 Jahre... Extrem. Gerade ein behindertes Kind wächst einem ja besonders ans Herz. Und wenn man das dann weggibt, das spürt es ja auch. Ne? Ja, es war die Hölle. Also das waren mit Sicherheit 3 Jahre ganz schwere Depressionen, die ich mitgemacht habe. Hat der neue Vater, sage ich jetzt mal, oder ist das der gleiche Vater von beiden Kindern? Nein. Hat der Vater des zweiten Kindes das auch nicht gewollt, dass das Behinderte bei dir geblieben ist? Er hatte mit Sicherheit Angst, dass ich überfordert bin, von der Kraft eben auch, die ich aufnehmen muss. Conny, macht dir das so ein bisschen gewissensmäßig zu schaffen, dass du das Kind so früh hast weggegeben? Nein. Mhm. Nein, jetzt nicht mehr. Mhm. Ich hatte große Probleme damit, aber ich habe sie nicht alleine gelassen. Also der Kontakt ist nicht abgerissen. Und der Kontakt ist jetzt eng, du besuchst sie oft und ihr seht euch und seid beieinander. Mhm. Ja. Schreib mal diesem Arzt einen Brief und leg ihm ein Foto bei. Ja, und mach allen anderen auch Mut. Ja, wir versuchen das sehr, aber ich glaube, am meisten macht ihr Mut, indem ihr eure Geschichten erzählt. Das macht viel mehr aus, als wenn ich hier irgendwas sage. Ja, meiner Vorrednerin wollte ich nur ganz kurz einen Tipp geben. Und zwar, es gibt Konsiliarärzte, die sie beauftragen kann oder die sie ausfindig machen kann, die sie operieren in diesem mysteriösen Krankenhaus und die sie auch dort betreuen. Ah ja. Das gibt es. Guter Hinweis. Vielleicht können wir euch ja nochmal zusammen... stricken, dann kann die Information richtig ausgetauscht werden. Ja, okay. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Michael ist am Telefon und er ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Michael. Hallo. Eins vorab, also ich bin selber nicht betroffen. Mhm. Es geht hier um meine Mutter. Mhm. Und zwar geht es darum, meine Mutter ist gehörlos. Ja. Hat aber nichts mit dem Ärztepfusch zu tun. Die ist damals durch eine Operation gerettet worden. Hat aber dafür das Gehör also praktisch verloren. Ich habe den ersten Satz nicht verstanden. Sie ist durch eine Operation? Ja, gerettet worden. Gerettet worden. Ja, was für eine Operation war das? Aber hat dadurch also praktisch das Gehör verloren. Und was für eine Operation war das? Das war, Moment, Schwind, ja. Also der Ärztepfusch hat jetzt damit nichts zu tun. Ach so. Der Ärztepfusch kam jetzt erst
danach. Ja. Mhm. Meine Mutter hat praktisch jetzt so durch die Operation damals, wo sie da das ganze Trommelfell alles rausgekommen. Sag mir da einfach nur, damit ich es so ein bisschen einordnen kann, was für eine Operation das damals war. Um was ging es da? Meine Mutter ist an Scharlach erkrankt worden. Ja. Und da, also hat sie, na, das war vor 40 Jahren ungefähr. Mhm. Da muss man sich so vorstellen, da ist also alles vereitert gewesen, alles entzündet gewesen, die ganzen Augenringe, die ganzen, also die ganze Ohren und alles. Und ist im Kopfbereich, Ohrenbereich operiert worden, damit der Alter rauskommt. Genau, ja. Und dabei ist sie, hat sie das Gehör verloren. Ja, die haben schon die Hoffnung aufgegeben, die Ärzte, aber die haben gesagt, es gibt noch eine Möglichkeit, wenn man alles rausholt. Verstehe. Und dass der ganze Alter rausgenommen wird. Aber da war sie ein junges Mädchen, ein Kind. Genau, ja. Und die Operation, also ist auch super verlaufen, sie hat dann nicht mehr hören können, auf einen Schlag halt, okay. Das hat man halt in Kauf genommen. Dann wurde vor 10 Jahren, weil meine Mutter dann dadurch ein chronisches Leiden hatte, weil das Ohr innen drin ja immer feucht war und immer entzündet ist und immer eitrig ist, da hat man brutale Schmerzen und man hat halt das chronische Leiden und es geht eigentlich nicht weg, weil das Ohr immer feucht ist innen drin. Das hat sie seit ihrer Kindheitsoperation, hat sie das gehabt? Ja, genau. Und ja, dann haben die Ärzte gesagt, da gibt es eine Möglichkeit, da kann man praktisch in der Paukenabdeckung das abschneiden und dann praktisch das zuklappen. Wie man einfach praktisch von der Haut was abschält und es einfach bloß umklappt und dann praktisch das zunäht. Also am Ohr irgendwo? Im Ohr drin, im ja. Ohr. Mhm. Im Ohr. Sie müssen vorstellen, es sind also so 2 Löcher drin und dann tut man einfach jetzt, sage ich mal, an der Haut, an der drumherum was wegschneiden und dann einfach bloß umklappen und dann tut man es zunähen. Okay, so grob kann ich es verstehen. Das hat sie dann machen lassen. Ja. Und dann hat man natürlich erstmal gefragt, ja, wie stehen die Chancen und, dass es auch klappt. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, die Chancen stehen sehr gut und so, das geht also. Okay, dann hat man das machen lassen. Und also man hat diese Operation machen lassen, damit diese chronische Entzündung endlich ein Ende hat. Ne? Genau, ja. Da wollte ich bloß noch schön noch dazu sagen, da hat es geheißen, okay, meine Mutter muss ein halbes Jahr warten. Mhm. Ja, okay, damit hat sie sich abgefunden, weil sie wartet ja schon über 40 Jahre darauf. Tja, und auf einmal, innerhalb von 2-3 Tagen ging das Telefon, also bei mir, also meine Mutter kann ja nicht hören, ist ja klar. Dass man das dann machen konnte. Ja, also man hat es dann gemacht und welche Folgen? Ja, sie soll bitte vorbeikommen, dann ist sie hingegangen, dann hat man sie operiert, ruckzuck, innerhalb von einem Tag war das passiert. Ja, ja. Meine Mutter wacht auf, hat auf einmal einen Drehschwindel. Also wie praktisch alles dreht sich nur im Karussell rum. Ständig? Ja, die ganze Zeit. Also du musst vorstellen, du wachst aus der Operation auf, guckst hoch. Alles schön ruhig, du bewegst deinen Kopf und auf einen Schlag, die ganze Zeit dreht sich alles nur rum. Mhm. Tja, und dann hat man schon mal natürlich gefragt, was das überhaupt ist und so. Natürlich, ist man da aufgebracht. Und dann haben die gesagt, ja, das ist kein Problem, das ist bloß kurzfristig und so, das legt sich alles wieder. Mhm. Okay, erstmal Beruhigungsspritzen und. Mhm. Hat sich nicht gelegt. Wie lange hat sie das denn gehabt, diesen Drehschwindel? Den hat sie über eine ganze Woche gehabt. Eine Woche lang Drehschwindel? Ja. Eine Woche. Um Gottes Willen, du liegst in einem Bett und hast ständig eine Woche Drehschwindel? Ja, also, ja, du musst dir so vorstellen, wenn du deinen Kopf ganz gerade hattest, ja, dann ging's. Sobald du aber eine kurze Bewegung gemacht hast, dann ist alles, was vor dir war, alles im Kreis rumgedreht. Was genau haben die denn falsch gemacht im Ohr? Die haben, am Anfang haben sie gesagt, ist alles, ja, das ist nur Nachwirkungen von der Operation und das geht alles weg. Die haben den Gleichgewichtsnerv durchtrennt. Ich dachte es mir fast schon. Und, die haben einfach zu viel abgeschnitten, haben den Gleichgewichtsnerv durchtrennt und wenn der durchtrennt ist, dann ist er klar, dann ist er weg. Ist klar. Ja, hat man das denn dann durch eine erneute Operation wieder irgendwie flicken können? Da kann man nichts mehr machen. Also da kannst du nichts mehr flicken, da geht gar nichts mehr. Wenn der durchtrennt ist, dann ist durchtrennt. So, deine Mutter ist vor 10 Jahren operiert worden. Ja, genau. Vor 10 Jahren ist das passiert. Ja. Und was ist jetzt, wie ist der Zustand? Wie hat er sich denn entwickelt in all den Jahren bis heute? Ja, das wollte ich sagen. Also nach der Woche, ja. Da haben die, also das hat sich das irgendwie ein bisschen gelegt, ja, weil die wahrscheinlich der Gleichgewichtsnerv, ich bin ja kein Facharzt, aber ich schätze mal, dass der Gleichgewichtsnerv da, wenn der frisch durchtrennt ist, dann verspulst dich erstmal richtig und nach einer gewissen Zeit legt sich das, ja. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, das wird alles besser, das wird nach einem Monat besser, das wird nach 4 Monaten besser, nach einem Jahr wird das alles wieder weg sein. Mhm. Komischerweise wurde dann meine Mutter von der Normalstation gleich auf die Privatstation verlegt. Hat auf einmal Service gehabt, was man sonst normalerweise nicht hat. Ach so, also als Kassenpatientin. Ja. Das heißt, die hatten schon ein schlechtes Gewissen. Ja, also da auf einmal war der Professor dann da und hat sich dann also wirklich also drum gekümmert. Und dann nach einer gewissen Zeit ist dann meine Mutter entlassen worden. Und dann hat man es so weit also hingebracht, dass sie praktisch, dass der Drehschwindel so weit im Griff war, dass meine Mutter, sie hat jetzt immer noch den Schwindel. Also sie hat ihn heute nach 10 Jahren immer noch. Sie hat ihn immer. Wann tritt er denn jetzt auf? Es ist so, wenn du einfach, du musst vorstellen, wenn du laufst, dann
wackelt alles vor dir, aber durch die Gewohnheit, durch die, weil je tagtäglich damit umgehen, ja, ist das für dich also immer leichter. Ja, ja. Ist deine Mutter denn so beeinträchtigt dadurch, dass sie eigentlich gar kein normales Leben führen kann? Doch, also sie kann einkaufen gehen und kann auch spazieren gehen, aber sie kann halt, sie hat ja früher Auto fahren können, das kann sie auf gar keinen Fall mehr. Mhm. Sie darf nicht mehr also ins Wasser, sie darf also, also es sind schon viele Einschränkungen. Natürlich, klar. Hat denn Vincent, gab es Vincent die Wirkung, dass das Ohr nicht mehr entzündet ist? Nee, die, der Witz war ja noch, also die Ärzte haben ja gesagt, sonst ist ja, also das Ohr ist jetzt zu, ja, aber das war ja nur das eine Ohr. Mhm. Und das andere Ohr wollten sie ja danach auch operieren. Mhm. Aber das ist ja klar, das lässt sie ja dann nicht mehr machen. Also das eine Ohr ist jetzt nicht mehr entzündet, das operiert? Ja, Moment, die haben gesagt, das ist okay, das ist jetzt zu, das ist, die Operation ist gelungen, alles okay gewesen, ja. Mhm. Nach einem Jahr ungefähr, ja, kriegt meine Mutter raus, ja, laut Schreiben, ja, von den, vom Professor so und so, von der Klinik in Stuttgart ist das, die Operation ist nicht gelungen. Ja, also es war alles sinnlos. Ja. Das heißt, das Ohr hat sich dann auch wieder entzündet und ist entzündet bis heute. Ja, nur ist jetzt so, dass nicht mehr alles komplett entzündet ist, nur noch ein Teil, weil da, wo das... Ein also schwacher nicht, Trost, ne? Ein schwacher Trost. Wenn man das überlegt, habt ihr in Kauf genommen hat... Na klar. Habt ihr irgendwelche rechtlichen Schritte eingeleitet? Nee. Auch nicht? Nee, was heißt noch nicht, da kam auch nichts ein, weil das ist ja so, die Behandlung ging ja noch über Jahre. Meine Mutter ist ja dann, Sie müssen sich vorstellen, die ist immer ins Krankenhaus gekommen, also gefahren worden. Mhm. Ja gut, aber man hätte es ja vielleicht damals machen können und... Gott, die arme Frau, ich stelle mir, wenn einem so nur mal kurz schwindelig ist, das ist ja schon schrecklich. Und wenn sie das viele, viele Tage und Wochen durchgemacht hat. Also auch wieder ein klassischer Fehler von ärztlichem. Hat sich denn da ein Arzt mal entschuldigt oder irgendetwas gesagt? Meine Mutter ist so, sie ist ja dann so nach 5 Jahren oder so, ist ja nochmal dorthin gegangen. Mhm. Und die war ja immer in Behandlung ständiger. Und dann hat man, nach den 5 Jahren hat man endlich mal, sage ich mal, den Professor und den OP-Arzt, ja, mal zur Rede gestellt. Mhm. Haben die sich dann entschuldigt? Nee, entschuldigt nicht. Die haben nur gesagt, ja, es tut uns also leid, ja, so auf die banale Art irgendwie. Das ist halt damals halt doch nicht irgendwie so geklappt, wie es klappen hätte sollen. Naja. Und Michael. Ich denke einfach, man hätte einfach damals schon klipp und klar sagen sollen, von Anfang an, okay, das Ding ist nicht geglückt und dann geht man damit auch ganz anders um. Natürlich, klar. Als wenn man nur vorschwindelt und sagt, es wird alles gut, es wird alles gut. Bestelle bitte von mir, deiner Mutter, ganz herzliche Grüße und alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Und ich wollte noch schön sagen, toi, toi, toi und ja, deine Sendung ist echt super. Dankeschön. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt hatte ich gerade einen Hinweis aus der Regie. Ich soll sagen, dass ein Günther bitte auflegen soll. Ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber bitte ein Günther möge bitte auflegen, den wir, glaube ich, zurückrufen sollen und wollen. Und das ist belegt. Michael, 29 Jahre alt. Hallo? Jan. Ja, Michael, guten Morgen. Ja, hallo. Und zwar, ich habe mich, wollte mich also geschlechtlich umwandeln lassen. Und das Problem ist also, ich habe jetzt schon Brustimplantate, habe ich eingesetzt bekommen. Also du möchtest dich umoperieren lassen von Mann zu Frau? Ja, also ich habe mich auch schon immer als Frau eigentlich gefühlt. So. Ja. Aber auch in der Kindheit, also ich habe zu Hause auch Frauenkleider und so weiter. Und also wie gesagt, die Umwandlung, also nicht vollständig umgewandelt, sondern halt jetzt nur diese Implantate. Mhm. Und jetzt hat sich also herausgestellt, dass ich... Hast du denn vorher eine ausgiebige Hormonbehandlung machen lassen? Hallo? Michael? Jetzt ist Michael weg. Dann nehmen wir mal Doris. Und Doris ist 57 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Doris. Aus Bayern bin ich. Ja, das war wunderbar. Komme ich endlich mal durch. Ja. Aha, also ganz kurz, mein Mann starb 1992 nach einer ganz normalen Herz-Bypass-Operation. Mhm. Und zwar, also unseres Erachtens nur durch Ärzte-Push. Wir haben die ganzen Instanzen schon durch beim Gericht und so, wir kommen einfach nicht durch, weil also einfach der Gegengutachter, der hat mehr Gewicht gehabt als mein Gutachter. Mhm. Und jetzt suchen wir einen Zweitgutachter in Holland, weil es findet sich kein weiterer Gutachter hier in Deutschland. Mhm. 92 ist es passiert. Dein Mann hatte eine Bypass-Operation, ist daran gestorben. Und du sagst, oder ihr sagt, das ist ein klarer Kunstfehler gewesen. Was ist denn da genau passiert?
Ja, das ist so gewesen. Es war ganz, also problemlose Operation in der Früh. Und dann habe ich um 18 Uhr am Abend angerufen. Mein Mann war aus der Narkose wach, war wunderbar beieinander. Mhm. Und dann habe ich mir nichts mehr gedacht an diesem Abend. Ich schaue Fernsehen, auf einmal klingelt es um 23:30 in der Nacht, ist die Klinik dran und sagt der Assistenzarzt, es gibt Probleme, Komplikationen bei Ihrem Mann. Sag, was? Bei meinem Mann? Wieso das? Um 18 Uhr war er noch munter und wohl auf, haben sie gesagt. Ne? Und dann sagt er, ja, schwere Komplikationen. Sag ich, was? Um Gottes Willen, hoffentlich 70-90% geht alles gut. Dann sagt er, nein, schauen Sie null. Stellen Sie sich vor, da war er schon tot, ne? Die haben, also, ach, da war, als er das gesagt hat, war dein Mann schon tot? War mein Mann schon tot, ne? Um 19.27 Uhr, ich habe das vor mir liegen, war der Sauerstoff 100, dann wurde ihm um 19.45 Uhr das Beatmungsgerät weggenommen, und dann ging rapide der Sauerstoff runter auf 23 und auf 14 innerhalb von 2 Stunden, und 14 bedeutet schon tödlich. Und dann bist du direkt ins Krankenhaus gefahren? Nee, und da war es so, um 21.40 Uhr ist dann der Professor angeblich erschienen und wollte noch retten, was zu retten ist. Und ja, Moment, dann, aber als dich ein Arzt angerufen hat, das ist sehr ernst, da fällt man doch eigentlich dann direkt ins Krankenhaus. Das sowieso, sofort sind wir, meine Mutter und ich, mit dem Taxi ins Krankenhaus. Also doch, das habe ich ja gerade gefragt. Ja, Entschuldigung, ja. Und da mussten wir, also um 23:30 in der Nacht war es, bis um 1 Uhr in der Nacht vor der Intensivstation warten, bis die meinen Mann wieder hergerichtet hatten. Der musste wahrscheinlich alles mögliche, Blut verschmiert sein und so weiter, hat einen ganz dicken, aufgeschwollenen Bauch gehabt. Da ist ihm dann irgendwie die Oberbauchaorta geplatzt, durch diese ganze Reanimation. Weißt du denn jetzt die Ursache, was da genau schiefgelaufen ist? Ja, also mein Gutachter hat folgendes also eruiert: zu frühe Extubation, also zu frühe also Wegnahme des Beatmungsgerätes. Möglicherweise haben das die für einen anderen Patienten gebraucht. Ne? Wie kann man das denn? Das ist ja nun sehr kompliziert. Wie kann man das denn im Nachhinein rauskriegen und nachweisen überhaupt? Ich habe die Unterlagen beschlagnahmen lassen und aufgrund dessen hat mein Gutachter alles nachvollziehen können. Der hat dann diese Wertetabelle erstellt, dass er zum Beispiel festgestellt hat, also um 19.27 Uhr, wie gesagt, der Sauerstoff 100 und dann innerhalb von 2 Stunden 10 runter. Also das war die Hauptursache, dass dein Mann verstorben ist. Ja, und es ist so, er ist zwischen 20 und 21 Uhr überhaupt nicht also besucht worden von jeglichem Pflegepersonal, ist keine Protokollierung erfolgt. Ne? Obwohl er auf der Intensivstation lag. Intensivstation, wie im Urwald. Also ich sage immer, wie in der Urwald. Hast du denn, Doris, damals als dein Mann, ich meine, in dem Moment denkt man ja auch vielleicht gerade nicht an solche Sachen, war dir das schon klar, dass da irgendwas nicht stimmt, als er verstorben ist? Im ersten Moment, und wir kamen dorthin in der Nacht um 12:30 oder so, um 1, da sagte der Assistenzarzt zu mir, wollen Sie eine Obduktion? Sage ich, natürlich will ich die. Und dann sagt er, ja, können Sie schon haben, aber das dauert ein Jahr und Ihrem Mann werden sämtliche Organe entnommen. Stellen Sie sich vor. Und dabei hat er mir das nur vorgemacht, damit ich also in diesem Schock das auch noch erlebe. So, ne? Damit du sagst, nein, ich möchte es doch nicht. Ja, ja. Aber dann, ist denn die Obduktion gemacht worden? Nein, leider nie, weil ich habe das wirklich für bare Münze genommen. Ich habe noch keine Konfrontierung mit einem Todesfall gehabt. Also wie gemein, dass dieser Arzt dir das so gesagt hat, ja, obwohl das gar nicht, es stimmte gar nicht so, es hat er nur zur Abschreckung gesagt. Ja, ja. Und dann in den Rechtsanwaltsunterlagen stand dann drin, dieser Assistenzarzt hätte das nie gesagt. Meine Mutter war Zeugin, dass er das gesagt hat. Ne? Also wäre der Leichnam deines Mannes untersucht worden, wäre es einfacher gewesen, wahrscheinlich das alles nachzuweisen. Garantiert. Aber wir haben eine ganz wunderbare Wertetabelle und da hat mein Nachbar gesagt, der war sogar beschäftigt in dieser Klinik, ein Arzt, ein neuer Assistenzarzt, der hat mir voriges Jahr gesagt, also Frau so und so, wenn Sie mir das gezeigt haben, also machen Sie diesen Prozess weiter. Also nun läuft das seit 9 Jahren schon. Ja. Aber du bist, ich merke schon. Seit 95. Aber dein Mann ist 92 verstorben. Ja. War ein wunderbarer Mensch und die haben mir damit mein ganzes Leben kaputt gemacht. Aber du bist jetzt ganz, ganz willensstark und du willst das durchfechten. Ja, ich bin ein kämpferischer Mensch. Ja, das ist so richtig so. Mein ganzes Zimmer ist wie ein Wallfahrtsort. Ich habe sämtliche seine Bilder da mindestens 10 oder 20 aufgestellt. Weil es ist einfach ein Wahnsinn, wenn ein Mensch von einem geht und man liebt ihn und über Nacht ist er nicht mehr da. Ja, und jemand anderes ist noch schuld. Man hätte ihn retten können. Garantiert. Also die sind voll schuld und da möchte ich durchkommen und das werde ich dir auch berichten, wenn es soweit ist. Ich bitte darum. Ich bitte wirklich darum. Ja, ja. Toi, toi, toi. Gutes Gelingen. Ja, danke schön. Alles Gute, Doris. Ja, tschüss. Auf Wiederhören. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. Das Thema Ärztepfusch bei Domian. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen in der Nacht von Freitag auf Samstag sind wir wie immer in dieser Nacht mit einer offenen Telefon-Talkshow da und dann könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Wir sind um 1 Uhr da hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage ciao und bye bye. Bis morgen.